Guten Morgen, Freunde. Heute würde ich ganz gerne mit euch über ein Thema kurz sprechen, nämlich warum es ein Segen für uns sein kann, dass wir keine Heilaussagen zu den ätherischen Ölen machen können. Schau, erstmal ist das ein Widerspruch, der für den einen oder anderen von uns schwer zu verstehen ist. Wir alle machen Erfahrungen mit den ätherischen Ölen, egal ob auf körperlicher, auf mentaler, auf spiritueller Ebene. Und diese Erfahrungen, die wir machen, sind oft so faszinierend, dass wir am liebsten jedem erzählen würden, wie ein Öl dort draußen bei den Menschen funktioniert hat. Jetzt ist es aber so, dass wir in einer Welt leben, in dem es einfach Regulatoren gibt, in dem es Richtlinien gibt, in dem es Gesetze gibt. Und es gibt eine Rahmenbedingung, dass ätherische Öle, anders als Medikamente, nicht wirken im klassischen Sinne. Ich will es ganz einfach halten. Warum ist das gut so? Und das ist der Hintergrund. Schau, ein Medikament, was hergestellt wird, wird nach bestimmten Parametern hergestellt im Labor, die immer gleich sind. Deswegen ist das Produkt A, was gestern produziert wurde, genauso wie heute, wie das, was morgen produziert wird. Ein ätherisches Öl wird nicht irgendwo synthetisch in irgendeiner Fabrik hergestellt, sondern es ist tatsächlich das Ergebnis der Schöpfung. Dort wächst eine Pflanze draußen irgendwo im Idealzustand, unter dem Sonnenlicht, unter den Einflüssen der Natur. Und diese Einflüsse der Natur gestalten die Inhaltsstoffe dieser Öle immer unterschiedlich. Das heißt, ein Öl, was vor einem Monat geerntet wurde oder eine Pflanze, die geerntet wurde, kann eine ganz andere biochemische Zusammensetzung haben als eine Pflanze, die heute geerntet wird. Und übrigens auch eine Pflanze, die morgen geändert wird, wird wieder anders sein. Das heißt, die Öle sind tatsächlich so individuell in ihrer Zusammensetzung, wie wir Menschen übrigens individuell sind. Und das ist ein ganz immens wichtiger Unterschied. Deswegen findest du natürlich Studien zum Thema ätherische Öle. Aber diese Studien dürfen nicht dahingehend missbraucht werden, dass wir daraus ableiten, wie die entsprechenden Reaktionen auf die Menschen sind. Und übrigens, bei uns in Köln sagt man, jeder Jeck ist anders. Das bedeutet, jeder Mensch reagiert unterschiedlich. Übrigens nicht nur auf Medikamente, sondern natürlich auch auf die ätherischen Öle. Und lass uns einen zweiten Aspekt hinzubringen, der in meinen Augen extrem wichtig ist. Ätherische Öle verleiten manchmal dazu, die Eigenverantwortung abzugeben. Das heißt, du nimmst ein ätherisches Öl oder du suggerierst Menschen, dass sie ein ätherisches Öl nehmen und mit dem Benutzen des Öles löst sich das Problem auf. Und Freunde, an der Stelle, meine eigene Erfahrung ist, dass das so nicht funktioniert. Das Öl zaubert nicht die Veränderung herbei, sondern das Öl kann uns in unserem Prozess unterstützen, vorausgesetzt, wir treffen eine Entscheidung, dass wir unser Hinzutun trotzdem leisten. Und das ist ein ganz, ganz elementarer Anteil, weil ein Öl löst nicht unsere Probleme. Ein Öl unterstützt uns möglicherweise, ein Problem zu lösen, wenn wir die Eigenverantwortung übernehmen, trotzdem das zu tun, was wir zu tun haben. Das heißt, es bedarf einer klaren Entscheidungsfindung und das bedarf eben letztendlich auch dann der Dinge, die wir sowieso tun müssen. Ja, verstehst du, worauf ich hinaus will? Das ist ein elementar wichtiges Thema, denn ich gebe dir so ein einfaches Beispiel. Es gibt eine Ölmischung, die heißt Mut. Viele von euch kennen sie. In dem Moment, wo ich die Ölmischung Mut auftrage und erwarte, dass sich dann mein Problem auflöst, weil irgendetwas im Universum mir Mut herbeizaubert, dann wird das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren. Und es ist wichtig, dass wir darüber offen und ehrlich sprechen, damit wir die Erwartungshaltung an uns und an andere Menschen wirklich realistisch beschreiben. Das bedeutet nicht, dass das Öl nicht funktioniert. Ganz im Gegenteil. Aber wichtig ist, lasst uns unsere Eigenverantwortung tatsächlich wahrnehmen, unseren Beitrag dazu leisten. Und dann werden wir sehen, dass diese Wunder der Natur uns tatsächlich bestmöglich unterstützen. Ich freue mich auf deine Meinung. Schreib mir das Ganze hier unter dem Video und lass uns in den Dialog kommen. Macht's gut.